ja, wir haben einige Gäste hier. Mein Name ist Dagobert Rick. Mein Pastor freut sich, wenn ich das vollständigerweise sage. Ich gehöre hier zur Gemeinde und zur Werksgemeinde. Guten Morgen. Wir sind heute in der Tageslese bei Jesaja, Kapitel 63. Vorgeschlagen ist ab Vers 17 bis 64, Vers 3. Ich lese ab Vers 15. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch noch immer deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als hätten wir nie, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell, so wie ein Feuer, das ihm nur einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie hat man so etwas gehört. Seit die Erde steht, hat noch niemand einen Gott wie dich gehört oder gesehen. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Also wir merken schon, hier betet jemand. Das Volk Gottes, das Gott sich ausgesucht hat, sozusagen das Volk nach dem Fleisch. Also eine ganz praktische Menschengruppe hat Gott sich ausgesucht, um es sein Volk zu nennen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Volk Gottes nach dem Fleisch, wenn ich das mal so sagen darf, nach dieser sichtbaren Art, zu dem Volk Gottes nach dem Geist? Wir haben gerade gesungen, mache dich auf und werde Licht. Und ganz viele von uns haben, oder sagen wir es anders, ich habe in meinem Leben erlebt, dass ich dann versucht habe, das zu tun, mich aufzumachen und Licht zu werden. Und es ist mir nicht gelungen, weil ich den letzten Vers nicht beachtet habe in diesem Lied. Ich mochte die anderen drei, aber der letzte Vers sagt, was die Motivation ist. Denn dein Licht kommt. Das Motiv der Aufforderung liegt in dem, der auffordert. Das Licht, Jesus. Jesus Christus ist das Licht, er fordert auf. Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt und dort hat man mich beleidigt mit dem Hinweis, ich wäre wohl sehr evangelisch. Das ist sehr lustig, weil ich eingetragener Katholik bin, einfach weil ich zu faul war, mich auszutragen. Und die mich kennen, wissen, dass ich aus der amerikanischen charismatischen Szene komme. Umso lustiger ist es, wenn mich jemand als evangelisch bezeichnet. Aber wenn evangelisch bedeutet, sich ans Evangelium zu halten und in der Schrift zu forschen, ob mein Leben sich auch zum Evangelium verhält, dann bin ich evangelisch. Aber das ist genau der Punkt. Volk Gottes, wo stehst du gerade mit deinem Gott?
Interessantes Gebet, ich lese Nummer 15. Herr, schau doch herab vom Himmel von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Ich rede ja eigentlich lieber davon, dass Gott sich nicht zurückhalten kann und mit seiner Liebe sich nach uns drängt. Aber hier betet jemand auf eine Art und Weise, die wir vielleicht auch kennen oder von Menschen, die wir kennen. Ja, die große Frage, jo, im Sommer, wenn ich mich gut fühle, dann komme ich mit dem christlichen Glauben einigermaßen zurecht. Aber im Winter, wenn das Depri-Wetter vor meiner Türe ist oder wenn mein Alter mich plagt, dann kann ich das Gebet eigentlich schon leicht mitbeten. Herr, schau doch mal, guck doch mal endlich wieder. Ich weiß ja theologisch, dass du allmächtig, allwissend und keinen übersiehst, aber das hilft mir jetzt so konkret nicht ganz so viel. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott bei uns immer wieder möchte. Dass wir ich sag's mal so, die Allgemeintheologie, das richtige Wissen davon, dass Gott allmächtig ist und allwissend ist, dass wir damit mal aufhören, das unbedingt im Hinterkopf bewahren, aber im Vorderkopf uns am Evangelium messen, wo wir gerade selber stehen. Am Evangelium heißt an Jesus und in Überprüfung mit seinem eigenen Leben an der Schrift. Wo stehen wir gerade als Volk Gottes? Wo stehe ich gerade? Und ich möchte unbedingt ermutigen, nicht das Gewissen zu fragen. Wenn ich nach meinem Gewissen frage, bin ich ein sehr, sehr liebloser Mensch. Aber mein Gewissen kann sehr trügerisch sein. Es ist gut, ein gutes Gewissen zu haben. Paulus redet sehr oft davon, dass er ein gutes Gewissen hat. Aber das Gewissen ist nicht das Evangelium. Das Evangelium, unser Leben misst sich an der Person Jesu, an dem neuen Menschen, in Verbindung mit dem, was in der Schrift steht. Wenn jemand mich beschimpft und sagt, ich wäre evangelisch, dann tat er das aus folgendem Grund: Ich tickte nicht so, wie er tickte. Aber ich möchte gar nicht so ticken wie du und ich glaube, es ist in Ordnung, dass jeder irgendwo eine andere Tickerei hat. Weil er einfach gerade mit seinem Herrn an dem Platz steht, wo er steht. Oder eben nicht mit dem Herrn steht. Und das ist auch in Ordnung. Aber Hauptsache, du weißt, wo du gerade stehst. Für dich, vor Gott, vor dir selber, vor deinem Spiegel. Und das Volk Gottes kommt nicht klar. Und es ist unerhört, warum das Volk Gottes nicht klarkommt, weil wir sind schon im 63. Kapitel, sage ich jetzt mal. Das weiß das Volk Gottes da jetzt nicht gerade, aber so oft wird ihnen berichtet, worum es Gott geht. Und ihr wisst, worum es geht, gerade im Jesaja-Buch. Es geht immer um den Messias. Gott geht es immer um seinen Sohn und um seine Mitsöhne, Mittöchter. Das ist das einzige Anliegen Gottes. Es geht ihm darum, dass seine Kinder sind so, wie er die Kinder sieht. Nicht wie ich es sehe. Nicht amerikanisch charismatisch, nicht evangelisch, nicht katholisch, sondern göttlich. Die göttliche Schau von dem, wie er Kindschaft beschreibt. Da ist es völlig unerheblich, ob du an den freien Willen glaubst oder eben nicht, sondern die Frage ist, stimmst du mit deinem Vorbild Jesus Christus überein? Und lässt sich das mit der Schrift decken? Ist das deckungsgleich? Wenn deine Unterschrift unter einem Dokument nicht deckungsgleich ist mit deinem und jemand findet es heraus, dann wird er eben daraufhin nicht reagieren. Wenn die Unterschrift, unser Leben nicht deckungsgleich ist, ist mit dem, wie Gott unterschreibt über dein Leben, dann wird Gott nicht darauf reagieren. Und das Volk Gottes merkt das. Und da kannst du so oft rufen, o Herr, reiß die Himmel auf. Da wird kein Himmel aufgerissen. Einmal
weil wir nicht deckungsgleich sind, und zum zweiten Mal, weil der Himmel schon lange aufgerissen ist, bevor wir geboren sind, nämlich durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Schon längst alles fertig. Schon längst alles vollbracht. Ja, und dann sind wir ansprechbar. Ja, so wie gerade mit dem Telefon, wir müssen auf Abruf da sein, wir haben einen Job, wir müssen ansprechbar bleiben. Ja, ist einfach wichtig. Und genau das ist das, was hier bei dem Volk Gottes nicht mehr war. Und jetzt kommen sie mit ihren eigenen Ideen. Mensch Gott, hast du uns nicht mehr lieb? Ist deine Liebe verloschen? Und die haben richtige Theologie, die haben sogar richtig super Theologie. Da kommt ein Vater drin vor. Ein Vater, ich meine, im alten Bund einen Vatergott zu haben, ist schon außergewöhnlich. Ja, das finden wir nicht sehr oft. Ich weiß nicht wie oft, ein, zweimal. Die Mutter haben wir dieses Jahr in der Jahreslosung drin, soweit ich mich erinnern kann. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und eine ganz fantastische Theologie. Gründe dich nicht auf die, die das Werk gegründet haben oder deinen Vorvätern. Abraham kennt dich nicht, kennt uns nicht. Vergiss es. Gründe dich nicht darauf, dass dein Vater gläubig ist, deine Mama gläubig ist und dass du da vielleicht irgendwo einen Nutzen hast. Wenn deine Unterschrift sich nicht deckt mit Gottes Unterschrift, nützt es nichts. Es ist toll, was die Väter geleistet haben. Aber entscheidend ist hier, was Jesus Christus für dich geleistet hat. Erst dann verstummen alle Fragen. Amen.